Und herzlich willkommen wieder bei Fallout Shelter. Ja, es hat sich nicht viel getan, aber ich will natürlich ein zweiwöchiges Update natürlich wie immer euch preisgeben. Mittlerweile sind wir auch an den 10 Folgen angekommen, das heißt, wir kommen auch langsam dem Ende, beziehungsweise alle 2 Wochen kommt ein Video. Das gilt auch für die anderen Apps, da ich nicht viel rein investiere in diese Apps, sie aber dafür fortlaufend spiele. Und halt deswegen auch nur alle 2 Wochen, sprich meistens immer Freitag, zwischen Freitag und Sonntag, was rauskommt. Ja, wir starten einfach mal in Fallout rein und werden wieder ein kurzes Video bzw. ein Update da lassen. Es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Man sieht wieder die Maus, glaube ich. Ja. Also diesmal ist sie, glaube ich, fast richtig, aber ich könnte das mal ausstellen. Ich möchte eigentlich die Maus nicht aufnehmen. So, jetzt habt ihr kurz einen Blackscreen gehabt. Ja, jetzt nehme ich die Maus auch wieder weg. So, was hat sich abgedatet? Ich lasse immer... Man sieht es, ich lasse es immer schön weiterlaufen. Und es hat sich nicht viel getan. Ich habe hier einmal einen Generator ausgetauscht. Und fange jetzt von unten nach oben. Mittlerweile alle... Ach, man muss das Geräusch hier weg. Geräusch ist weg. Nur noch ein paar Einzeltier, die Spieler. Ja, ich fange von unten nach oben an, die Gebäude auszubauen und nach die ganzen Leute, die jetzt immer in den Etagen drin waren und unsere Ödländer zu verbessern. Hier habe ich auch schon mal ausgebaut, die Bar. Man sieht, der junge Herr ist ausgebaut in Fähigkeit. Wir können jetzt noch eine SE zünken ins Stärke für Lager oder für Intelligenz für da unten reinstecken. Hier sind alle drei auf Max. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass Leute ins L reinkommen, beziehungsweise ins Lack. Lack ist hier voll, Lack ist da auch voll. Hier ist Lack voll, das ist natürlich blöd in dem Sinne. Okay, hier ist oben frei. Hier ist Maxstufe Lack. Das ist super. Das heißt, du kannst schon mal hier unten hingehen. Und dich haben wir noch. Der ist komplett ausgestattet, das heißt... wir werden uns jetzt einen von hier schnappen, ihn da rein, bustieren und dich da rein. Da bist du bestens aufgehoben. Das wird jetzt nach und nach passieren. Wir werden nach und nach die Leute austauschen. Es ist, dauert Ewigkeiten. Sage ich, glaube ich, es dauert Ewigkeiten, die Leute auf maximale Stufe zu bringen. Natürlich versuche ich das mit jedem. Hier ist jetzt auch maximale Stufe. Wo schicken wir sie denn rein? Ich könnte sie eigentlich austauschen, wenn wir sagen, komm. Wir packen mal Lack hier rein. Und ich packe mal da rein. Bewohner, die Stufe 1 haben, steigern nicht in den in den ganzen Gebäuden hier ihre Level, sondern in den Berufen. Und da kannst du aber sehen, wie jetzt sie ist Level 1. Da hat wirklich alle Fähigkeiten ausgebaut. Das liegt halt daran, weil ich die halt überall mal gemischt hier reingepackt habe. So, jetzt möchte ich natürlich auch noch gucken, wie ich die hier unterpacken kann in C. Das ist ganz gut, weil da oben jetzt einer wegfällt. Aber mir geht es eigentlich um den hier, der eigentlich nach E... Okay, da bleibt der hier. Das heißt, okay, die müssen wir jetzt erstmal ausschalten. Mal die Maulwürfe wieder. Das habe ich immer noch zwischendurch. Da habe ich noch diese Todeskrallen, wenn man sie kennt, aber sie kommen nicht rein. Da habe ich natürlich auch noch die Dinger hier. Immer parat. Oh, wir haben Unfälle. Wir haben Unfälle. Unfälle schickt Bewohner ins Ödland. Und 8-mal Charisma erhöhen bei den Bewohnern. Jetzt müssen wir hier schauen. Wir brauchen einmal einen freien Platz in A oder A und C. Und das bietet sich ganz gut an. Wenn er jetzt da hinten austauscht. Nach S. Das ist A, das ist E. Was hat er denn noch frei? E trifft sich gut. E hat er noch viel. Das heißt, du kommst da rein. Du hast es, glaube ich, jetzt mit genau. Dann schicke ich dich nach oben hin. Und das ist eigentlich dieses ganze Update, was ich noch rausbringen möchte.
Das wird sich jetzt dann in den nächsten 2 Wochen wieder sehen. Was schaffe ich? Wie weit komme ich wirklich? Weil Geld muss ich mir halt übers Ödland holen. Natürlich kommt ja auch einiges zu, wenn man hier Level aufsteigt. Man hat es ja gesehen. Aber ich möchte auch das andere natürlich weiterkommen. Ich muss jetzt dich immer auch noch umschicken müssen. Das kann passieren, wenn ich ihn jetzt austauschen würde. Ihn jetzt zum Beispiel in A reinschicken würde. In da reinschicken würde. Das heißt, ich schicke dich da rein und werde sie, weil sie nur noch diese und Intelligenz bzw. Charisma und Intelligenz zur Verfügung hat, aber weil Charisma viel offen hat, kann ich sie da reinschicken. Da ich Charisma nicht viel habe, wirst du wohl nach dahin kommen. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Platz frei hier. Dann hätten wir einen hier noch frei. Und wir hätten noch einen. Jetzt haben wir eins. Kommt doch gleich noch einer runtergeschossen, oder nicht? Oder ist der schon da? Hier ist jetzt keiner mehr. Maximalstufe, ne? Nein. Du hast jetzt noch diese Maximalstufe. Das wäre Ausdauer und das. Was kostet denn der Ausbaustufe? 3000. Okay, das machen wir mal. Ein bisschen Geld bekommen wir ja immer noch zwischendurch. Und würde dann auch gerne bald wieder die Kleine rausschicken. Aber natürlich erst Level 50, aber den möchte ich gern komplett ausgebaut haben. Da erstmal er Erfahrung hat, viel aushalten kann und sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und da brauche ich nicht jemanden mit voll gelevelt Level 1 reinschicken, weil er überlebt nicht lange. Gut, ich könnte die Rüstung und Waffen austauschen. Man sieht, geehrter Fatman, da tausche ich den manchmal aus. Wo ist er denn? Den habe ich auch irgendwie untergebracht. Er ist auch Level 50, der andere, der Ödländer. Nee. Wo ist er denn? Er hat noch 2 Level 50, oder nicht? Täusche ich mich jetzt? Nee. Ah, okay, das hat sich jetzt ausgebaut. Nochmal schauen, er hat noch 2. Das ist sehr genau, der müsste jetzt nach dahin, aber da kein Platz mehr ist. Keine Ahnung. Was mache ich denn mit dir dann? Werde ich denn frei? Ich hätte bei ihm nie was frei. Habe ich denn irgendeiner, der nach so nach ihm müsste? Ja. Damit er hier rauskommt und da reinkommt. Ich habe doch einen zweiten 50er gehabt. Wo ist der denn hin? 31, 31, 30, 30. Nee, Level 1. Da ist ja doch unser 50er. Den kennen wir ja. Ich hatte doch noch 2. Oder war das der mit 33? Ja, der hätte noch 34. 30. Da ist irgendeiner noch die dicken Wummen. Oder habe ich die alle nach oben hingepackt? Weil ich viele investiert habe an Waffen. Ne, verstorben ist er nicht, also keiner ist im Ödland unterwegs. Schau mal, irgendwann muss er die ganzen Waffen haben. Will ich eigentlich damit auch nicht belästigen. Wir haben jetzt vielleicht auch das kurze Video vorbei. Wie gesagt, ich will immer nur ein Update bringen, aber ich finde den. Oh, warte mal, hast du nur eine schlechte Pistole? Ja. Da ist zum Beispiel das Scharfschützengewehr. 10 bis 12. Aber ich will eigentlich. Da. Da ist er. Warum wird er mir denn nicht angezeigt? Den wollte ich austauschen. Der sollte nämlich mit dem austauschen. Wer ist er von den beiden? Gar nicht so der Unterschied. Der sollte nämlich das kriegen. Der.
das hier? Denn ich habe eigentlich vor, ich könnte dich eigentlich rausschicken. Was fehlt? Es würde fehlen E, CE. Gut, E steigern wir sowieso. Allgemein so. Präferiert darauf haben wir nicht. Ich glaube, die Kleidung, die bringt C und I. Okay, das ist noch. Das ist jetzt nicht so das meiste. Oder ist es egal, E bringt Ausdauer. Das würde ich auch jetzt gerade zu nutzen nehmen, dass ich ihn nochmal sage, komm, wir schicken dich mal für ein, zwei Tage ins Ödland. Dann machen wir das ganz einfach. Bei E 24 mit insgesamt 20 Stück schicken dich los. Wir werden noch einmal hier durchjagen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in den nächsten Wochen. Entweder nächste Woche, wenn ich halt ein wieder ein bisschen mehr geschafft habe, oder wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Das wäre dann der 23. genau. Oder? Ja, genau, der 23. Das heißt, heute ist der 9. Da kommt das. Ist es frisch für euch produziert und oben. Und das gleiche gilt mit dem nächsten. Mit der nächsten App-Spiel, das ist ja Royal. Ja, genau. Und da sehen wir uns auch spätestens die nächsten Tage für ein kleines Update. Und das möchte ich halt, die Serie möchte ich halt ein bisschen fortlaufen. Minecraft ist immer noch das gleiche Thema. Minecraft bleibt auch. Und ich werde jetzt nach und nach wieder mehr Projekte reinbringen. Sie nicht alle Tage rausbringen, sondern wie jetzt sowas. Einmal eine Woche, zweimal eine Woche, vielleicht dreimal. Und Minecraft kommt halt jeden Tag. Wobei ich da auch überlegt habe, Sonntag es nicht zu machen und dafür Sonntag ein App-Video rauszubringen. Das werde ich mir überlegen, da kommt noch ein Video WG noch zu. Hatte ich ja schon lange angekündigt. Ist in Arbeit. Und deswegen würde ich sagen, wenn es euch wieder gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Vergesst euch nicht, diese App runterzuladen. Es ist wirklich eine super Überbrückung für Fallout 4. Macht viel, viel Spaß. Und wir sehen uns bis dahin, euer Flash-Dörpy und tschüss.